Herzlich willkommen zurück zu Diablo 3 für die Xbox 360. Der zweite Teil, wir sind kurz vorm Skeleton King, dem ersten fetten Endboss. Und den werden wir jetzt gemeinsam mit euch legen und sind gespannt, was er für Loot für uns droppt. Ja, also auf die Post, mitten in den Crypt-Katakomben oder wo auch immer. Ich erinnere mich, das ist echt nicht mehr weit. Oh, hier hinter uns, ne? Beginnt schon hier die Skeleton-Action. Ja, das, ne, je mehr Skeletons, desto näher ist man am King. Weil der hat ja seine ganzen Skeleton-Freunde um sich versammelt. Ah ja, hier unten geht's jetzt lang. Ah, ist doch noch ein bisschen. Jetzt kommt erstmal die Stelle mit den Geistern hier, weißt du? Vorsicht, ich mach mal. Keep your distance, Ronin. This burden is mine to bear. May death bring peace from your madness, Leoric. So, was man jetzt hier sieht, ist quasi eine Wiederholung der Geschehnisse, die sie hier damals in diesem Dungeon stattgefunden haben. Und der Skeleton King wurde hier quasi ermordet. Erinnert so ein bisschen an Game of Thrones, ne? An die Geschichte mit dem Targaryen-König, dem Mad King, wie er von Jaime Lannister ermordet wurde. Okay, hoffentlich wurde der spektakuläre ermordet und nicht einfach so wie in der Katze neben. Ja, er ist halt, also, der ist halt einfach durchgeredet, der Skeleton King. Der ist, hat er nicht auch mit dem Teufel, war er nicht mit dem Teufel im Bunde sogar? Da gibt's halt eine schöne Geschichte dazu. Ja. Krass. Der labert natürlich jetzt nur dumm voll, das ist jetzt noch nicht der Boss. Der guckt sich nur an, wie wir alles von ihm kaputt machen, das findet er blöd. Kann auch nichts machen. Pam, pam, pam. Alles kaputt gepammt? Ja, guck dir das an. Sehr gut. Okay. Große Tür. Durch da. Oh, noch mehr Skelette. Guck mal, selbst das Ausweichen braucht man mittlerweile gar nicht mehr. Wenn man eine Rüstung hat, die dem Level entspricht, so, dann checkt man den Schaden ja so weg. Ja, für den Moment, ne? Das ist natürlich später anders. Wenn du dann irgendwie Gegner hast, die dich mit einem Schlag wirklich verletzen können, dann muss man auch vorsichtig sein. Das ist auch nochmal eine Frage dann natürlich, ob diese Steuerung dann später, wenn es wirklich knifflig wird im Inferno-Modus, dann immer noch so gut ist, weil das stimmt, aber also ich zumindest die Steuerung ist super präzise und das Ausweichen fällt eigentlich fast leichter auch, habe ich das Gefühl, weil man weil eine direkte Steuerung ja auch nicht schlechter sein kann eigentlich. Ich bin einfach nur so erstaunt, dass, also es hätte doch niemand erwartet, dass ein Spiel normalerweise, oder bis jetzt war es doch immer so, dass Spiele sich normalerweise mit der Maus besser steuern, wenn sie für den PC programmiert waren. Und dann auf einmal kommt Diablo 3 daher, ein Spiel, was man schon immer gut mit der Maus gespielt hat. Viele Leute vergessen, dass es auf PlayStation 1 schon Diablo 1 gab. Aber trotzdem, dass die Steuerung so gut ist, niemals gedacht hätte ich PlayStation hatte ja damals, PlayStation 1 hatte ja aber auch Maus. Unterstützung muss man jetzt sagen. Es gab eine eigene PlayStation-Maus. Da gab es ja auch Spiele wie Command & Conquer, die man mit Maus gespielt hat. So, jetzt sind wir in der Krypta. Genau, des Skelettkönigs. Akzeptieren und Endboss-Fight. Bist du bereit für Legendary Loot? Sowas von bereit. Legendary Loot. Finde ich gut. Übrigens, wir machen das hier genauso wie bei Saints Row neulich. Wir haben bei Dennis links die englische Ausgabe und bei mir auf der Konsole die deutsche, um euch auch mal zumindest für den Anfang zu zeigen, wo die Unterschiede in der Sprachausgabe liegen. Lasst euch nicht verwirren, wenn man jetzt hin und her switcht. Ist mal ganz, ein ganz interessanter Vergleich, haben wir uns gedacht. Ja, wir wissen selber noch nicht, ob es eine total geile oder total blöde Idee ist. Sagt und uns das. Warten da auf eure Comments, wie bescheuert das ist. Die Sophia in der Regie, die das Bild abmischt, die switcht da hin und her und meint, dass das bis jetzt ganz gut funktioniert. Ja, also wenn euch das annervt, das ist ja kein Ding, das auszustellen. Sagt uns dann aber auch direkt, ob ihr es lieber auf Englisch oder auf Deutsch möchtet, damit wir uns dementsprechend... Also Englisch ist natürlich immer die bessere Sprachausgabe. Also selbst wenn die Deutsche gut ist, die Englische ist immer besser. Wenn man dem Englischen mächtig ist, macht das dann natürlich auch mehr Spaß. So. Ich mag keine ultimativen Statements, aber mit dem hast du so recht. Ready? Jo. Der ist er. Und er ist ziemlich pissed, denn wir haben seinen kompletten Dungeon leer geräumt.
Bubble. Twister. Das ist natürlich hier bei dem Skeleton auch geil mit diesem Ausweichen, weil der sich ja immer teleportiert. Mhm. Dann kann man dem einfach mal aus der Reichweite springen. Das ist schon ganz geil. Oh, Skelette! Yeah. Oh, oh, Mist! Was ist das denn? LB oh, nimmt man drauf. Vorsicht! Da beschwört er wieder Leute. Leute weg. Oh, geht auf mich. Der hält schon ein bisschen was aus, ne? Obwohl ich so leicht overpowered bin. Ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht genau, wie die Anpassung ist jetzt, ehrlich gesagt. Also wie, ob der sich jetzt wirklich... Ob der dich behandelt wie einen zweiten Charakter meiner Stärke oder ob der dann dementsprechend sich auch deinem Level anpasst und so einen Mittelwert hat. Ich weiß nicht genau. Aber der fühlt sich jetzt nicht sonderlich stark an, muss ich sagen. Auch die anderen Gegner. Ich habe das Gefühl, ich kann was ausrichten, obwohl ich erst Level 5 bin. Naja, du hast aber auch eine richtig derbe Waffe gerade gefunden und Level 5 ist gar nicht so niedrig für den Anfang. So, geil, und Level 6. Okay, Lederhandschuhe sind magisch, aber nicht epic. Steinmesser auch nicht epic. Das ist jetzt ja nicht dein Ernst, oder? Wie, du hast ein Steinmesser und das ist alles? Ey, das ist nicht der echte Skeleton King gewesen. Das ist so eine Frechheit. Das muss den Graben runtergerollt sein. Wo ist mein Epic Item? Du hast mir ein Epic Item versprochen. Da liegen noch 2 Mark. Die nehme ich nochmal mit. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das war's. Natürlich liegt hier hinten kein Loot mehr. Ich gucke nur aus Verzweiflung. Ja. Ein fucking blödes Messer und. Guck mal, was passiert, wenn wir hier reingehen? Kriegen wir noch was? Da kommt ja jetzt noch der Chef. Und dann wird die Quest beendet, weißt du, der gefallene Engel, der Typ da. Ja, aber das... Dann kriegst du, glaube ich, auch nochmal ein Item. Ist doch jetzt eine Mogelpackung. Aber du hast total recht, ich habe da auf jeden Fall ein gelbes Item gekriegt, das weiß ich noch. Du hast wahrscheinlich richtig Pech und die von Blizzard scheiße gelabert, weil garantiertes Item meinen sie vielleicht wahrscheinlich jetzt doch das, was du kriegst von dem Typen da unten. Wie heißt der, Azrael oder so? Azrael ist der Kader von Gargamel. Ja, I know, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt hier. Irgendwas mit El. Tyriel. Tyriel. Man kennt ihn. Ja. Er ist immer mal wieder dabei. I will take you to Cain. He will lead us to understanding. Cain kennt man vielleicht auch noch aus Command & Conquer. Ja. Von dem habe ich auch lange nichts mehr gehört. Wie heißt er denn echt nochmal? Abel? Nee, ich weiß es nicht. Wie hieß er denn nochmal? Ah, schade. So, noch Tristram zurück. Genau, wir beamen uns. Wir haben den Skeleton King erledigt und ich glaube, wenn du mit dem Cain reden müsstest du noch ein Item kriegen. So als Questbelohnung. Das ist nämlich neu. Okay. Also hoffe ich. Das hoffe ich aber auch, sonst fühle ich mich betrogen. Um meinen Anteil. I have traveled far, only to find that the fallen star was a man. Who is he? Why has he come? He recalls nothing. But Cain may have the answers. Cain. Es könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass das mein Spiel ist, dem du gejoint bist und vielleicht du deswegen, aber das glaube ich nicht. Das wäre auch echt mies. Ich gehe jetzt mal hier zu Deckard Cain und check mal die Phase. 375 XP. Vielen Dank. Aha, da, guck mal. Okay, das ist das garantierte Item, von dem ich die ganze Zeit... Und es ist ein Pfeil, ein Bogen, mit dem ich natürlich nichts anfangen kann. Wir checken das mal aus. Ich glaube schon. Ach, kannst du anziehen zumindest. Macht nur keinen Schaden. Guck dir das mal an. Also der ist jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Minimalschaden +1, Maximalschaden +3, Intelligenz. Intelligenz ist immer sehr wichtig für Leute, die Mana benutzen.
Plus 3 Leben pro getötetem Gegner ist auch mal ganz nett. Oh, und 1,2% des verursachten Schadens in Leben umgewandelt. Ist auch ganz geil. Also es ist eine Waffe, die auf Lebensregeneration auf jeden Fall funktioniert. Mhm. Aber meine ist trotzdem besser. Sag ich jetzt einfach mal. Wo steht denn eigentlich, wie viel Kohle ich für das Viech kriege? Hast du das irgendwo den Wert? Bin ich gerade ein bisschen blind? Verkaufswert 129. Ist das jetzt meine angelegte Waffe? Ja. Was war das denn gerade? Wie sehe ich den Verkaufswert der anderen Waffe? Ah, okay. Naja. So. Und das ist auch eine Zweihandwaffe übrigens. Der Witch Doctor hat halt immer als Zweitwaffe so. Okay, die ist ausgerüstet. Als Zweitwaffe hat er immer so komische Totem-Fetische. Dinger, ja, genau. Hier sieht man das. Great power, it was part of me, but it shattered into three pieces as I. Ja, der erklärt uns jetzt kurz die Story. Der Azrael da aus dem Himmel, der ist ja im Vorspann da mit so einer Sternschnuppe in die Kirche gekracht. Ja, wie es halt üblich ist. Jo. Aber der Deckard Cain, weißt du noch, bei Diablo 2, diese geilen gerenderten Zwischensequenzen mit dem, wie der in der Kirche war und so, und dann hat er da irgendwie Baal getroffen oder was, da gab es ja dann diese ganzen Übel da. Das war richtig, richtig fett. Eminenzentrotz. Was für ein schöner Wams. Plus 5 Intelligenz. Mhm. Plus 1 Leben pro Sekunde. Das ist auch für die Regeneration ziemlich geil. Und plus 4 Erfahrung pro getötetem Gegner. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man schnell leveln will. Der hat leider einen sehr schlechten Rüstungswert, aber ich hätte den trotzdem genommen, aber ich will den jetzt nicht kaufen. Kaufen ist nämlich lame. Was kostet der überhaupt? Ah, 3000 Mark kostet der einfach mal. Nee, ich wollte aber jetzt auch verkaufen. Und zwar, das verkaufe ich. Dann, der Dolch kann weg, der kann weg, der kann weg. Ja, die muss ich leider, bringt dir ja auch nichts. Du könntest ihn theoretisch in deine Kiste tun, dann hast du, falls du irgendwann mal das, kann man das machen. Ding raus. Aber meistens stellt sich raus, dass der ganze Kram alles Müll ist. Ja, gerade am Anfang will man immer noch Sachen behalten, weil man denkt, okay, vielleicht irgendwann, ich traue mich nicht, irgendwann brauche ich das. Nee, Okay, die sind nämlich magisch, die sind nicht magisch, deswegen. Komm, weg mit dir. Weg mit dir, so. Ich habe schon ein bisschen Geld. Wie viel Geld hast du? Oh, ein bisschen mehr als ich. Willst du mir nicht ein bisschen Geld schenken? Mhm. So, hier, sag mal, krasse Schilde und so. Nee, ich habe ja so ein Zweihänder-Ding, deswegen. Kümmere ich mich nicht um Schilde und so ein Viertelfanz. Schuhe habe ich, schicke Hosen. Schicke Schuhe hat er. Ja. So, ich muss hier noch meine. Nee, was wollte ich verkaufen? Hier meine. Übrigens kann man auch noch mal kurz zeigen, wie schön das aufgeteilt ist hier im Inventar mit den Zaubertränken, den Herstellungsmaterialien, solche Sachen hier. Oder den Edelstein. Die sind einfach, die haben eine eigene Kategorie. Die liegen nicht im Inventar rum und liegen im Weg und so. Die triffst du auch nur, wenn du sie wirklich auswählst. Das Inventar ist einfach von vornherein super aufgeräumt. Ich habe übrigens mit meinem letzten Level-Up überhaupt nichts Neues bekommen, ja doch. Oder was? Oder wie? Was soll das? Doch, bestimmt. Nö, guck mal, da. Da hast du für das erste wahrscheinlich eine Rune gekriegt. Nein. Doch, wechsel doch mal aufs erste, dann siehst du es. A, einmal drücken und dann aufs links und da diese Runde. Ah, okay, schießt mehrere Giftpfeile auf das gleiche Ziel ab. Ja, aber ich mag ja meine Spinnen so gerne, weil die natürlich die ganze Zeit die Arbeit für mich machen. I saw the signs. Ich finde ein bisschen schade, dass da nicht steht, wie viel Schaden sie machen vom Grundschaden. Ne? Ja. Also es kann ja nicht so sein, dass jede Fähigkeit den gleichen Schaden macht. Tut sie ja auch nicht, aber es könnte schon irgendwie ein Anhaltspunkt stehen. Ne, machen Spinnen jetzt mehr Schaden als Pfeile oder Fledermäuse mehr Schaden als Spinnen? Machen Eisbären mehr Schaden als Faultiere? Ja. Ne, das ist so, die Felder des Elends. Soll ich das mal anklicken? Hast du das schon gemacht? Ja, nee, habe ich nicht. Das ist ein Dialog. Blablabla, ein wunderschön. Töte ein paar von ihnen für mich, ja? Okay, jetzt haben wir da irgendwie so ein. Oh ne, okay, das war nur so ein Smalltalk. Genau. Okay, wo gehen wir hin? Cemetery of the Forsaken, der Friedhof der Verlassenen. Ist da nicht der Eingang gewesen zu dem Dungeon, aus dem wir gerade kommen? Ja, aber da tut sich jetzt hier in dieser Richtung, glaube ich, eine Tür auf, die uns weiterführt. Eine Tür schließt sich, eine andere. Da ist sie geöffnet, genau, die hier. Ich habe jetzt übrigens die Giftpfeile ausgerüstet, einfach auch mal, um was Neues zu zeigen.
Ich bin viel schneller als du, oder gehst du extra langsam? Ich geh extra langsam. Man kann nämlich auch, das ist auch geil, man kann nämlich mit dem Analogstick die Geschwindigkeit reduzieren. So, weißt du, wenn man mal warten will auf jemanden. Denn die Charaktere sind natürlich alle unterschiedlich schnell, weil man hat irgendwann auch Items, die geben einem Bonus auf Geschwindigkeit, was ganz geil ist. Man kann sich dann echt spezialisieren, wenn man Nahkampf nicht mag und man will immer weglaufen, dann kann man sich auf jedes, also sich Items zusammenstellen, die alle einen Bonus auf Geschwindigkeit haben. Und dann ist man super, super schnell. Und dann kann einem auch keiner mehr was. Mhm. Genauso gut, wenn man irgendwann mal Kohle braucht, kann man sich ein Setup in die Truhe packen, die einem alle einen Bonus auf Gold sammeln geben. Oder wenn man schnell Level will, einen Bonus auf XP geben, je nachdem. Oh, jetzt haben wir 20%, 25% Erfahrung, okay. Ah, zack. Komm schnell hier, Leute. Wo sind sie? Ja, das ist die Qual der Wahl, ne? Es gibt viele Möglichkeiten, dann... Hier rein müssen wir. Ja, komm, ein bisschen leveln hier. Am coolsten ist ja auch das Attribut Magic Find, ne? Ja. Je höher das ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass man magische, also gute Waffen findet. Ja. Und da sind wir am Ende irgendwie nur noch drauf gegangen, ne? Das weiß ich noch. Und dann haben wir uns immer diesen Nephilim-Buff geholt. Wir haben mal versucht, 5 von diesen Champions zu killen. Dann gab es einen Buff oder so. Und dann sind wir da mal durchgelaufen und versucht, den Buff zu behalten. Das war echt cool. Ja, aber das ist natürlich, wie gesagt, als wir gespielt haben, da waren die Magic Finds auch relativ irrelevant. Weil, wie gesagt, man hatte dann schon so Auktionshaus-Items und dann hat man damit eh nichts mehr anfangen können. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, es gibt hier kein Auktionshaus übrigens, ne? Ja, das finde ich super. Ja, finde ich eigentlich auch. Das kommt dem Spiel sehr zugute. Da fällt mir ein, ich habe immer noch Kohle auf dem Blizzard-Account fürs Auktionshaus, ein paar Euro. Hab ich bestimmt auch. Ich muss mich mal zurücküberweisen lassen. Nicht, dass sie das machen wie bei Bet & Win, dass sie irgendwann einfach sagen, ich ruf einfach mal halt das 7 Monate die Kohle weg. So. Oh ja, da ist sie hier, ey. Wie guckt sich das an? So, die ganze... Oh, Level 7! Yay! Sehr gut. Bla bla bla. Boah, die, übrigens, ich hasse die Dialoge von Diablo. Die sind teilweise mein Lieblingszitat, let the games begin. Also es ist so klischeehaft teilweise. Ja. Und diese Bosse, so vorhersehbar, fällt mir leider teilweise gar nicht. Guck mal, jetzt kann ich mich zwischen Intelligenz und Vitalität entscheiden. Und natürlich bin ich Witch Doctor, also nehme ich Intelligenz. Und ich habe aber auch, glaube ich, eine neue Fertigkeit. Ja, sehr geil. Ich habe eine Rune für meine Verlangsamung, also für meine Zombies. Und das ist erhöht den Verlangsamungseffekt auf Gegner. Was mir sehr recht kommt, denn das ist ja auch ein wichtiges Feature dieses Zombie-Dings. Da war es alles weg, okay. Bald bist du auch, hast du ein Level erreicht, dann kannst du den passiven Skill auswählen und so. Das ist geil, ne? Je weiter du spielst, umso cooler wirst du, neue Dungeons. Ja. Ich bin schon wieder echt drin. Ich weiß nicht, wie oft habe ich es durchgespielt? Vielleicht 3-4 Mal, bis wir da bei Inferno waren. Und ich dachte, ich hätte genug, aber jetzt auf der Konsole, wenn du einmal anfängst, ja. Das ist schon krass. So. Doch, das macht Spaß, ich muss auch sagen. Vor allem, so zu zweit zu spielen, ist natürlich auch viel, viel lustiger als alleine zu spielen. Man kann es auch mit bis zu 4 Leuten spielen. Und es gibt auch, glaube ich, einen lokalen Koop auf einem Bildschirm. Checken wir gleich mal, wenn wir tot gemacht haben. Ich glaube nämlich, es gibt einen. Das war bei Diablo 1 so. Warte mal. Ich habe nämlich hier die Packung, lauf nicht weg. Players 1 bis 4, Koop 2 bis 4, System Link 2 bis 4. Koop 2 bis 4, Online-Multiplayer 2 bis 4. Schmu? Nee, so wie ich das verstehe, geht das auch. Ja, an welchem, machst du das jetzt fest? Also, ich habe vorhin eine Information gelesen, bezüglich des Loot-Verteilens. Da stand irgendwas von, wenn man Koop auf einem Bildschirm spielt, dann ist die Loot-Verteilung irgendwie ah, okay. ein bisschen anders oder so.
aber hm, vielleicht. Das wäre jetzt natürlich eine interessante Frage und es ist mir unangenehm, dass wir die hier nicht beantworten können. Nee, aber das können wir einfach gleich nochmal ausprobieren und dann werden wir das direkt mal klären, weil das ist schon, glaube ich, wichtig, ne? Auf jeden Koop, auf einem Bildschirm habe ich gar nicht mit gerechnet. Schau mal, hier sieht meine Zombie-Horde auch ganz anders aus. Eben waren die so grün und jetzt sind die hier so lila. Die sind nämlich einfach noch krasser geworden. Mhm. Chakaboom! Diese Bäume sind auch immer scheiße, weil die explodieren und haben so Giftknödel. Ja, aber ich mag die. Die sind so schön groß. Je größer ein Gegner, umso cooler finde ich den. Ja, das stimmt. Boah, hast meine Rolle zur Seite gesehen. Super gut, ne? Oben vorne. Hier ist er wieder, der Baum. Für die Dinge. Ja. Oh ja, zwei Bäume gleich hier. Yeah. Wirbelsturm! Super stark. Okay, weiter nach Norden. Was hier auch auf dem Bildschirm abgeht, ne, dass die Box das so packt. Ich hätte gedacht, dass sie die grafischen Einstellungen da irgendwie arg beschneiden müssen. Also man sieht auch natürlich, dass das jetzt nicht die hübscheste Einstellung ist, aber ich finde, also es ist jetzt nicht groß erwähnenswert, oder? Hast du es gerade gesehen? Ja, ja, die dicken Typen, die sind hardcore. Ja, aber jetzt seht ihr wenigstens auch mal, wie das aussieht, wenn man stirbt. Man kann sich nämlich direkt an der Leiche wiederbeleben. Man muss nicht wie beim PC noch quasi dann seine Leiche suchen. Und das Problem ist, wenn man stirbt, dann sind ja meistens die Gegner zu stark in dem Gebiet. Und wenn man dann noch ohne jede Ausrüstung da zu seinem alten Kadaver hinlatschen muss, das ist natürlich dann immer doppelt unangenehm. Ich guck schon mal ein Stück hier nach rechts. Mhm. Hier sind Hühner. Hühner sind super. Ja. Oh, ich... Oh, fuck, ich hab das Hühner ausgepuckt gemacht. Oh, du bist echt ein mieses Schwein. So. Okay. Oh, Alter, wo kommt der denn her? Hast du es gesehen? Der ist einfach mal aus dem Nichts aufgeploppt. Ja. Was fällt dir denn ein? Guck mal, ich habe gerade was entdeckt, wo ich noch gar nicht weiß, was es ist. Wenn ich zu den rechten Stick reindrückst, dann leuchtet es. Aber wahrscheinlich nur einfach nur eine Sichthilfe, oder? Ja. Naja, man ist doch immer in der Mitte des Bildschirms. Was ist, wenn ich den linken rein soll? Oh, da nix. Hm, das muss man ja nochmal rausfinden, was das Ding macht. Wieder Baum. Ja. Oh, das ist so ein Dingsbar. Was denn? Was? Ah, Mist, du warst zu weit weg. Ja, da kann man sich natürlich jetzt drüber unterhalten, ne? Aber du warst halt voll dicht dran, deswegen. Also eigentlich Stahl ist auch eines der größten Sünden im Koop. Spielen. Ja, du warst schon dich dran, aber ich achte da ja mal drauf. Das stimmt allerdings. Ah, hier ganz viel Stuff. Yeah, Stuff, Sachen. Stuff, nichts für mich. Alles, was irgendwie weiß ist, kann man fast schon liegen lassen. Boah! Mann, übertreib's doch nicht. Jetzt haben wir auch gerade. Ich habe den Buff übrigens. Oder ist das wieder ein anderer? Das ist ein anderer. Ich habe den dreimal, du hast den zweimal. Das ist echt gemein. Ach Mist, hier ist die Stelle, ja, wo dieser Schurke. Ja, komm ich da? Nee, ich kann noch nichts. Den mag ich, den Charakter. Der hat coole Lines auch im Spiel. Ja, das stimmt. Oh. Ich mag das auch, wenn hier das Gelände sich leicht verfärbt nach so einem Kampf. Mhm. Das ist auch super. So. Da, gelbe Schuhe. Voll im Trend. Wie, du hast gelbe Schuhe gefunden? Ja, glaube ich. Ich glaube eher, das waren graue Schuhe und alle Items sind einfach gelb. Das ist eventuell auch richtig. Das ging jetzt so schnell und ich habe so wenig Erfahrung. Ich habe bisher noch nicht so viel gespielt. Jetzt auf der Konsole. Da kann man sich leicht schon mal verwirren lassen. Hier, los, komm. Galoppiert auch los. Obwohl der jetzt aus dem Bildschirm ist, man erkennt das ja mal oben, ob ich den jetzt treffe. Ach, guck mal, da drüben ist noch ein Event, glaube ich. Komm mal mit. Ja. Ne, lass dich nochmal heil.
Genau. Uns ist das Event langweilig, wenn du dir ein Ziel bist. Gibt ja manchmal abseits der Hauptquest denn so Leute, die rumstehen und irgendein Problem haben. Hier und ist so, wir, so wie wir aussehen, sind wir natürlich die hilfsbereiten Okulonkos hier. So, ich quatsch mal mit dem. I am undone. Demon spawn have taken root in my fields. That's usually a sign to leave. Oh, schön. This land is all my family has. I cannot leave. Was Ereignis? Huh, kann mich nicht gesehen. Der angesehen. Ja, das sind diese komischen Nester von diesen komischen Vogeldrachenfledermäusen in grünen Töten. Kommen die immer raus. Da kommen sie. Wie heißen die eigentlich? Plague Carrier. Okay. Seuchenträger heißen die bei mir. Ja. Schade, ne? Deswegen wurden Drachen ja auch ausgerottet. Weil die halt viel auch so Krankheiten übertragen haben, so wie Syphilis. Oder Schnupfen. Zumal Drachen ja auch einfach furchtbar eklige Kreaturen sind. Du weißt ja, Drachen haben eine Kloake. Ja. Und wenn so ein Drache einfach mal pubert und pischert auf einmal aus einem Loch und dann gerade über im Haus und so Hamburg Süd fliegt, dann ist aber ganz ehrlich mal der ganze Stadtteil am Dampfen. So, hier übrigens ein gelber Geißel, der. Oh, Vorsicht, diese Frozen. Eisdinger, da muss man immer sofort raus. Die haben ein Delay, bis sie explodieren und in der Zeit muss man aus dem Radius raus. Sonst wird man eingefroren. Das ist sehr unangenehm. Und kühl. Und kühl. Guten Tag. Der bedrängte Bauer. Sehr gut. Guck mal, das haben wir jetzt geschafft. Toll. Ja, ne? Toll, toll. Ich check mal eben kurz, das gehört ja dazu, in meinem Inventory, ob ich irgendwas habe, was hier Phase ist. Guck mal, eine neue Maske. Das ist doch... Oh, die ist sogar ganz gut, ne? Kopf für den Hexendoktor. Aber, ja. Von grau zu weiß. Bist auf dem aufsteigenden Ast auf jeden Fall. Hörst du auf, meine Items zu kränken? Tue ich doch nicht. Genau, das ist der Fakt. Das weiß besser ist als grau. Das Prinzip verstanden, auf jeden Fall. Das ist richtig. So, da werde ich wahrscheinlich für einige Zeit kein besseres Item mehr bekommen. Aber was kann der denn? Huch. Was habe ich getan? Der ist auch nicht mal magisch. Was hier, die Stiefel? Nee, doch nicht. Ich dachte, ich habe geile gelbe Stiefel, aber das waren tatsächlich nur dumme Klumpenstiefel. Und hier habe ich was Neues. 24 maximal ist okay, das ist quasi exakt das gleiche, nur mit weniger Haltbarkeit. Und das ist auch nicht besser. Oh, what? Bei mir sieht man auch noch mal kurz die ganzen Statistiken, die findet man auch auf der Konsole. Ich schau gerade mal nach, mein Magic Find ist plus 10%. Da kann man so durchscrollen, aus dem Inventar raus drückst du einfach, glaube ich, nochmal X und dann kannst du den ganzen Kram sehen. Und meine Spells nehmen auch langsam zu hier. Was habe ich denn hier? Ich habe endlich mal was Neues. Den habe ich noch nie benutzt. Not ready yet. Den hier. Ah, okay. Ja, das kenne ich schon. Twister. Was übrigens auch immer so ein Ding ist, ist halt so kritischer Schaden. Es gab mal so auf der PC-Version dann so einen Trend, dass quasi kritischer Schaden oder Chance auf kritischen Schaden und so total wichtig war. Wenn man in allen Items irgendwie einen Bonus hatte auf kritischen Schaden, also auf die Chance auf den kritischen Schaden, glaube ich, war das, dann war das super, super übermächtig. Und deswegen haben alle immer versucht, irgendwie kritischen Schaden in ihren Items zu generieren. Dadurch, dass man halt auch so eine krasse Schussfrequenz hat, ist das natürlich super wichtig. Ja, wobei ich glaube, noch schlimmer war es eigentlich mit der Angriffsgeschwindigkeit. Ja, genau, das war auch krass, stimmt. Das ist ja eigentlich auch der direkte Faktor gewesen, der direkt umzurechnen war in Damage, ne? Also 1% mehr Angriffsgeschwindigkeit, 1% mehr Damage. So. Ja. Aber wenn du dann halt eine Chance hattest, was weiß ich, wenn du jetzt eine Chance hast von 5% auf den kritischen Schaden, dann heißt es ja, dass, glaube ich, dann jeder 20. Angriff im Schnitt einen kritischen Schaden verursacht. Und wenn du jetzt super, super schnell bist, was natürlich auch Angriffsgeschwindigkeit ist, dann machst du ja auch viel mehr, also viel häufiger von der Frequenz her kritischen Schaden. Wenn ich es richtig verstehe. Habe ich es richtig verstanden? Ich habe es richtig verstanden. Ja, hast du richtig verstanden. Stimmt schon. Aber es ist dann auch so Gusto. Ich habe zum Beispiel nie auf kritischen Schaden gespielt.
Weil es einfach so viele Attribute gibt und man sich nicht für alle entscheiden kann, ne? Apropos so, wir legen jetzt noch den Baum, den Frechdachs, und dann war's das. Oh, okay, guck mal, ich habe noch ein blaues Item. Ein Edge Orb of Thorns. Der bringt nichts. Glückwunsch. So, wir machen jetzt hier mal Pause. An euch die Frage, wir haben jetzt ja Saints Row hatten wir gespielt ein bisschen und jetzt haben wir ein bisschen Diablo gespielt. Das sind natürlich beide Spiele, die auch so unfassbar lang gehen, dass man die jetzt nicht einfach mal knaller durchnehmen kann oder so. Deswegen sagt uns mal, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr sagt, ey, ihr habt voll Bock, mehr Diablo zu sehen und zumindest mal die anderen Akte reinzuschnuppern oder was auch immer, schreibt das in die Comments, wir lesen das und machen davon auch durchaus abhängig, was wir dann weiterzocken wollen. Ob ihr lieber Saints Row oder Diablo sehen wollt oder ein ganz anderes Spiel, sagt das ruhig, wir lesen das und dann gucken wir, ne? Ja, denke ich auch. Es gibt momentan sowieso, also ich meine, Sommerpause ist jetzt gerade vorbei, Sommerloch meine ich, und es kommen jetzt wieder sau viele Spiele raus. Ich habe gerade diese Woche irgendwie ein halbes Dutzend gekriegt und da kommt man nicht hinterher. Ja? Also wir müssen auch nochmal Payday, habe ich auch noch im Hinterkopf, würde ich gerne mit dir spielen. Machen wir. Das müssen wir auch nochmal machen. Also entscheidet euch, sagt uns, was ihr spielen wollt. Wir sagen erstmal Tschüss, ne? Das war's aus der dunklen Welt von Tristram. Genau, ciao.